Hallo, ich bin Patrick von Alpfilter und gebe euch heute einen kleinen Überblick über unsere Campingprodukte. Warum ist das Wasserfiltern auf Reisen so sinnvoll? Was wird gefiltert? Worin unterscheiden sich die verschiedenen Varianten? Und welches System ist für euch am besten geeignet? Los geht's! Wer mit dem Wohnmobil auf Reisen geht und teilweise autark stehen möchte, für den ist die Versorgung mit Trinkwasser eines der wichtigsten Aufgaben. Da man die Qualität des Wassers an Zapfstellen meist nicht einschätzen oder überprüfen kann, ist eine zuverlässige Wasseraufbereitung die Voraussetzung für ein Reisen ohne Einschränkungen. Allgemein gilt, ein sauberer Tank bzw. saubere Leitung sind eine Grundvoraussetzung für eine sichere und hygienische Wasserversorgung. Starten wir mit der Basis aller unserer Produkte, dem Filtergehäuse. Die Basis eines Alpwasserfiltersystems ist unser modulares Filtergehäuse. Dieses kann sowohl extern als auch intern genutzt werden. Mit den Hahn- und Gerätesteckern sind beide Versionen untereinander kompatibel und können beliebig ausgetauscht werden. Ein großer Vorteil gegenüber anderen Systemen, die meist nur einen Bereich davon abdecken. Ausschlaggebend für das, was jedoch gefiltert wird, ist am Ende die verbaute Filterkartusche. Diese können flexibel in den Gehäusen eingesetzt werden. Kombiniert man beide Kartuschen in zwei Gehäusen, addieren sich die Filterspektren beider Kartuschen und die volle Filterleistung ist gegeben. Dieses sogenannte Fusion-System lässt sich sowohl intern als auch extern einsetzen. Unser Breitbandfilter Active aus gesinterter Aktivkohle ist in der Lage, unter anderem organische Stoffe, Schwermetalle, Arzneimittelrückstände, aber auch Chlor sowie andere geschmackliche und visuelle Veränderungen aus dem Wasser zu filtern. Leider werden diese Verunreinigungen nicht nur in Ländern mit vermeintlich schlechter Wasserversorgung beobachtet, auch in Deutschland werden viele Schadstoffe nicht ausreichend von den Wasserwerken gefiltert. Darum kann es auch in Ländern mit guter Wasserversorgung sinnvoll sein, die Wasseraufbereitung selbst in die Hand zu nehmen. Besonders in warmen Ländern sollte man sich zusätzlich Gedanken über die mikrobiologische Qualität des Wassers machen, also das Vorhandensein von gesundheitsschädlichen Keimen und Bakterien. In diesem Fall empfiehlt es sich zusätzlich, eine entsprechende Keimsperre einzusetzen. Keime befinden sich nicht nur im Leitungswasser, auch große Wassertanks bergen die Gefahr einer Nachverkeimung. Dazu später mehr. Die Hohlfasermembrankartusche Nano von Alpfilter reduziert zuverlässig Keime und Bakterien bis zu einer Größe von 100 Nanometer. Im Inneren der Kartusche befinden sich kleinste Hohlfasermembrane, die rein mechanisch Partikel, Bakterien und Keime effektiv zurückhalten. Welche Kartusche Sie wann benötigen, hängt stark von Ihrem Reiseziel und Ihren eigenen Bedürfnissen ab. Die Aktivkartusche ist in der Lage, durch mechanische, adsorptive und katalytische Filterwirkung hunderte nicht reproduzierbare Schadstoffe zu filtern. Die Nanokartusche arbeitet rein mechanisch, schützt Ihr Trinkwasser vor Keimen und Bakterien und filtert sogar Mikroplastik. Die volle Filterleistung erhalten Sie, wenn Sie beide Kartuschen entweder in einem System als Fusion-Variante kombinieren oder die Filterstufen getrennt in Form unseres Alpfilter Pro Camper Sets einsetzen. Die Produkte von Alpfilter bieten Ihnen zum einen die Möglichkeit, das Wasser direkt beim Zapfen und somit vor dem Tank zu filtern, oder Sie entscheiden sich für eine feste Installation des Gehäuses nach dem Tank für eine Filtration direkt vor der Entnahme. Aber auch eine Kombination aus beiden Varianten ist möglich. Das Alpfilter Mobilset zur Filtration des Wassers vor dem Tank ist kompatibel zu allen gängigen Gardena-Produkten und integriert sich somit perfekt in Ihr bestehendes Schlauchsystem. Schließen Sie Ihren vorhandenen Schlauch wie gehabt einfach an eine beliebige Zapfstelle an. Das Alpfilter Mobilset verbinden Sie mit der anderen Seite des Schlauchs und schon wird Ihr Wasser direkt vor der Befüllung des Tanks gefiltert. Zum Schutz der Kartusche und vor groben Verunreinigungen wie Sediment, Rohrablagerungen und Sand empfehlen wir das Alpfilter Protect Vorfiltermodul. Gerade in Regionen mit vielen Schwebstoffen im Wasser wird so die Lebensdauer der Kartusche erheblich verlängert. Durch die Filtration des Wassers vor dem Tank verhindern Sie, dass unerwünschte organische Stoffe, Arzneimittelrückstände, Chlor, aber auch Keime, je nach gewähltem Modell, in den Tank gelangen.
Allerdings kann vor allem bei großen Wassertanks und einer längeren Standzeit eine Nachverkeimung des Wassers stattfinden. Diese Gefahr besteht verstärkt in wärmeren Ländern und Regionen. In diesem Fall empfehlen wir vor allem bei großen Wassertanks eine weitere Filterstufe mit Keimsperre direkt vor der Entnahme, also nach dem Wassertank, zu verbauen. Das Alpfilter Travel Set installieren Sie nach dem Tank bzw. nach der Pumpe, um das Wasser direkt vor der Entnahme zu filtern. Mit den dabei liegenden GK-Adaptern integrieren Sie den Filter schnell und einfach in Ihren bestehenden Wasserkreislauf. Einmal installiert, lässt er sich dank den Schnellverschlüssen in Sekunden ein- und ausbauen, um ihn zum Beispiel nach einer Reise zu reinigen und zu lagern. Durch die integrierten Wasserstopps kann beim Ein- und Ausbau des Filters kein Wasser aus den Schläuchen entweichen. Vor allem die Installation der Nano-Kartusche kurz vor der Entnahme hat den großen Vorteil, dass Keime und Bakterien zuverlässig direkt vor dem Konsumieren gefiltert werden. So muss man sich bei großen Tanks und länger stehendem Wasser keine Gedanken über eine mögliche Nachverkeimung machen. Jedoch ist auch eine zweistufige Installation in Form des Fusion-Doppelfiltersystems denkbar. Hierbei ist allerdings eine starke Membrandruckpumpe mit ca. 3 Bar Druck nötig, um den Filter mit einem akzeptablen Durchfluss betreiben zu können. Ein Nachteil bei dieser Variante ist, dass das Wasser vorab ungefiltert in den Tank gelangt und diesen kontaminiert. Daraus ergibt sich eine dritte Variante. Sie ist eine Kombination des Alpfilter Mobil und Travel Sets und vereint die Vorteile beider Systeme. Das Alpfilter Pro Camper Set kombiniert die externe und die interne Variante zu einem praktikablen und zuverlässigen System. Gerade bei großen Wassertanks, also ab 100 Litern und mehr, empfehlen wir, das Wasser von außen mit der Active-Kartusche vorzufiltern. Direkt vor der Entnahme schützt die Nano-Kartusche im Inneren des Wohnmobils zuverlässig vor Keimen und Bakterien und macht dieses Set zu einem leistungsstarken System, mit dem das gesamte Filterspektrum von Alpfilter abgedeckt wird. Die Gehäuse von Alpfilter sind generell wartungsarm. Je nach Wasserqualität kann es dennoch erforderlich sein, entstandene Ablagerungen im Inneren des Gehäuses alle 2 bis 3 Wochen mit einem Küchentuch zu entfernen. Zudem empfehlen wir, das Gewinde mit einem lebensmittelechten Öl, zum Beispiel Ballistol, leichtgängig zu halten. Die Active-Filter-Kartusche sollte aus hygienischen Gründen nicht länger als 4 Monate betrieben werden. Danach empfehlen wir, die Kartusche zu ersetzen, da eine fortschreitende Verkeimung nicht ausgeschlossen werden kann. Je nach Wasserqualität entspricht das etwa 300 Liter pro Woche. Wird die Kartusche mehr als 2 Wochen nicht benutzt, lohnt es sich, diese zu entnehmen und im Backofen bei 50 Grad für 5 Stunden zu trocknen. Dadurch wird eine fortschreitende Verkeimung gestoppt. Die Kartusche sollte anschließend kühl und trocken gelagert werden. Die Nano-Kartusche sollte ebenfalls aus hygienischen Gründen nicht länger als 6 Monate betrieben werden. Durch eine schlechte Wasserqualität können die feinen Membranen allerdings auch schon vor Ablauf der 6 Monate teilweise verstopfen. Ein recht eindeutiges Indiz dafür ist ein zum Teil stark verminderter Wasserdurchfluss. Die Kartusche sollte dann vorzeitig getauscht werden. Wird die Kartusche länger als 2 Wochen nicht genutzt, sollten Sie auch die Nano-Kartusche aus dem Filter nehmen und an der Luft trocknen, um eine mögliche Verkeimung zu stoppen. Anschließend sollte auch sie kühl und trocken gelagert werden. Bei kleinen Wassertanks oder gar Kanistern ist die Betankung von außen mit den Mobilsets eine gute Lösung. Wasser wird schnell verbraucht und die Gefahr einer Verkeimung kann kontrolliert werden. Hierbei sollten Sie jedoch darauf achten, Ihr System regelmäßig zu desinfizieren bzw. zu reinigen. Je größer der Tank, desto eher besteht die Gefahr einer nachträglichen Verkeimung. Daher empfehlen wir bei großen Tanks eine fest verbaute Nano-Kartusche in der Travel-Ausführung, um Keime und Bakterien direkt vor der Entnahme des Wassers zurückzuhalten. Sie möchten weder verunreinigtes Wasser in Ihren Tank füllen, noch auf die Keimsperre direkt vor der Entnahme verzichten, dann empfehlen wir Ihnen das Pro Camper Set. Dieses vereint die Vorteile beider Versionen und hat sich bei vielen Campern als praktisches und zuverlässiges System bewährt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Weitere Informationen zum Thema Wasserfiltern, zu Alpfilter und unseren Produkten finden Sie auf unserem YouTube-Channel, unserer Homepage und unten in der Beschreibung dieses Videos.
Gute Reise!